Schön war es hier auf dem Privatgrundstück bzw. der Ferienwohnung in Watzkendorf bei Martin und Bärbel. Das war jetzt ein ungeplanter Stopp. Eigentlich wollten wir heute schon in Neustrelitz sein bzw. da übernachten. Wir haben allerdings einen Ersatztag schon mit eingeplant. Das heißt, das ist jetzt nicht so das große Problem. Was ein viel größeres Problem ist, Wetter sieht nicht so gut aus. Wir hätten heute eigentlich gerne in einem Hotel übernachtet, aber es ist nichts mehr zu haben. Jetzt fahren wir erstmal nach Neustrelitz rein, gucken uns das Ganze an. Vielleicht tut sich ja wie durch ein Wunder was auf und wir kriegen da noch eine Unterkunft. Ansonsten müssen wir weiterfahren. Es gibt noch mehrere Campingplätze auf dem Weg und da finden wir bestimmt irgendwas, wo wir zumindest das Zelt aufstellen können. Tja. Da müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber was ist denn los heute, Mensch? Irgendwie sind wir auf diesem Radweg vom Pech verfolgt. Ich habe meine Hupe verloren. Oh Mann. Wir müssen mal ganz kurz zurückfahren zu den Bänken, die da sind. Ich, ernsthaft, ich muss jetzt erstmal eine Runde heulen. Was ist? Hupe verloren. Auf geht's nach Kappin. Ich habe mich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt. Es ist so, oh, ich brauche heute dringend was für die gute Laune, ernsthaft. Bin gerade am Tiefpunkt dieser Reise angelangt. Ha. Wären rechts nicht so viele Bäume, hätten wir einen wundervollen Blick auf den Rötliner See. Vielleicht von hier vorne aus. Jetzt hier links? Ja. Ja, damit sind wir jetzt offensichtlich im Müritz-Nationalpark. Und damit hat sich das Thema, über das wir uns vorhin unterhalten haben, Markus und ich, da wart ihr gar nicht dabei, erledigt. Wildcampen. Wir sind im Nationalpark und das jetzt noch eine ganze Zeit lang. Wir fahren sowieso erstmal nach Neustrelitz. Genau. Kennen wir halt auf der Bahnhofsinsel. Kennen wir doch. Genau. Verkehrsinsel geht immer. Oder wir stellen das Zelt mitten auf dem Marktplatz auf. Ja. Das wäre mal eine Aktion. Richtig. So. Ab ins Nichts. Ach Gott. Aber das sieht schön aus hier. Ja, da sind wir im Müritz-Nationalpark angekommen. Ich habe gelesen, man soll hier die Augen offen halten, denn hier sind immer wieder kleine Objekte des Kunstrings am Wegesrand, die einen zum Innehalten und Nachdenken anregen sollen. Und ansonsten lasse ich euch jetzt mal zu Wort kommen.
Was bedeutet für euch der Müritz-Nationalpark? Moin! Ich kann nur sagen, Müritz-Nationalpark ist wunderbar. Und dieses Bild ist dort aus dem Herbst. Fahrt hin, drumherum, die Müritz ist wundervoll. Liebe Grüße nach Hamburg, nach Bollywood, euer Kai. Nationalpark Müritz, also wunderschöne Natur, fahrbare Plattenwege, eine der schönsten Städte in Deutschland, waren an der Müritz und leider überall riesige Spinnweben. Der Müritz-Nationalpark ist für mich der Mücken-Nationalpark. Ich habe da schon zu oft geflickt, als dass ich ihn anders bezeichnen kann. Und ansonsten ist es ein schöner Ort von Erinnerungen an Radtouren mit Rademaus oder mit anderen Freunden zu Vatertag. Mit dem Müritz-Nationalpark verbinde ich Tag 2 meiner Sommerradreise 2019, wo ich entlang des Ostufers der Müritz radelte, die selten zu Gesicht bekam, ansonsten eine wunderschöne Gegend. Der Müritzer Nationalpark bedeutet für mich tolle Wege, vor allem durch Wälder, regionale Produkte, einen Aussichtsturm und eine Fischräucherbude. Ein Geheimtipp hier, falls jemand warnen sollte. Das war interessant, ne? Mhm. One day we'll hear the sounds that can liberate, can take us out of hell. Come that day we see the end. Just start up some angel band. Leave the world and all those things we fought down there so far below. Just bring my hope, piano. Maybe a chair so I can sit up there, play every song I know. They go round up George and Harry, John and Jerry. Gonna have ourselves a show. But it said so long ago. And I'll be set by rock and roll. And I'll be set by rock and roll. Das ist der Lutosee bei Herbstwolde. Hast du gehört? So langsam steigt die Laune wieder. Wir sind jetzt hier in Wokul. Wenn man von Neubrandenburg nach Neustrelitz fahren möchte, könnte man auch abkürzen. Man muss nicht unbedingt über Wokul fahren, denn das ist ein mega Umweg. Der Seenradweg geht hier lang, also sind wir hier lang gefahren. Normalerweise könnte man auch auf direktem Weg von Neubrandenburg nach Neustrelitz fahren und würde sich so 35 Kilometer ersparen. Allerdings hätte man dann nicht den schönen Abschnitt am Lützower See zum Beispiel mit dabei. Oder den ersten Teil des Müritz-Nationalparks. Immer schön rauf und runter. Schneewittchen wäre stolz auf diesen Weg. Wieder runter. Wir sind in Fürstensee, mit dem großen Fürstenseer See. Das ist immer cool. Schön. Und da vorne ist die Fachwerkkirche von 1779. Was
total lustig ist, während die Straße komplett eben verläuft, naja, vielleicht ein bisschen abschüssig, geht der Radweg ständig rauf und runter. Kann mir das mal straßenplantechnisch jemand erklären? Weißt du Bescheid? So, zwei nagelneue Schläuche haben wir uns jetzt besorgt und Luft auf die Reifen gepumpt. Es ist 12.25 Uhr, wir sind in Neustrelitz. Jetzt gibt es Mittagessen und dann beginnt die Hotelsuche. Achso, und es hat nicht gezischt. Es hat nicht gezischt beim Reifen aufpumpen, das ist auch schon mal wieder positiv. Wir hatten jetzt doch noch mal wahnsinniges Glück. Nachdem echt alles ausgebucht ist hier in Neustrelitz, sind wir bei der Touristeninformation gelandet. Und die nette Dame hat alles abtelefoniert, auch ehemalige Privatzimmer. Und jetzt haben wir in einem Haus, was jetzt eigentlich demnächst verkauft werden soll, doch noch mal ein Zimmer bekommen. Dafür müssen wir wieder ein bisschen zurückfahren nach Strelitz-Alt, aber das ist ja nicht schlimm. Hier gucken wir jetzt weiter nach etwas zu essen. Und dann gucken wir uns die Stadt noch ein bisschen an, solange wie die Sonne noch so schön scheint. Und dann fahren wir ins Hotel und beenden den Tag für heute. Gehen zweimal ins Bett dieses Landes. Genau. Wir stehen jetzt hier am Mittelpunkt der sternförmigen spätbarocken Stadtanlage von 1733. Die so einzigartig in Europa ist. Mit dem Rathaus im klassizistischen Stil und der Stadtkirche mit dem Turm im toskanischen Stil. Im Biergarten der Due Fratelli verwöhnten wir Leber und Magen mit kleinen italienischen Köstlichkeiten. Doch als wir wieder losfahren wollten... Ach, guck mal, was hat der Küchenkörper? Eigentlich soll es jetzt abdichten. Ja. Kann ich beim Auto schon, hat auch nicht funktioniert. Ja. Ja, Platten Nummer 4.
Gut, dass wir eben Schläuche geholt haben. Danke gleichfalls. Tschüss. Ist er nicht wunderschön, der Schlosspark hier in Neustrelitz? Mit dem alten Marstall und da hinten der großen Schlosskirche. Wahnsinn! Das Einzige, was man hier vergeblich sucht, ist das Schloss. Das ist leider 45 komplett zerstört worden, auch nie wieder aufgebaut worden. Es stehen nur noch so ein paar Reste der Grundmauern. Schade eigentlich. Das da vorne dürfte das Karolinenpalais sein, das der geschiedenen dänischen Kronprinzessin Caroline gewidmet wurde. Jetzt müssen wir uns beeilen. 4 Kilometer noch, bevor der große Regen einsetzt oder eventuell das Gewitter sogar. Ach, Straße der Freundschaft, wie schön. Angekommen im letzten freien Zimmer im Umkreis von 50 Kilometern in Neustrelitz. Wir sind in Strelitz-Alt im Hotel Klafke. Der kommt gleich raus, zeigt uns die Garage, wo die Fahrräder reinkommen. Okay. Super freundlich empfangen. Ja. Morgen gleich nochmal Getränke kriegen, noch ein Kabel raus. Auch schön. Sehr gut. Und morgen noch Frühstück. Irgendwie habe ich schon wieder keine Lust. Das ist ja schlimm.
Worauf hast du keine Lust? Auf jetzt noch weiterfahren. Ach so, nee, hätte ich jetzt auch nicht mehr. Also es ist schon ganz gut, dass wir heute... heute war schon wieder Magic. Ja. Man mag gar nicht hinzeigen. Ja. Aber wir haben jetzt zwei Schläuche dabei. Meine Welt hier. Wunderschön. 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 Ist nicht nur die Frisur unseres Gastgebers, sondern... 1200 Kilometer jetzt hinter uns. Aber wir haben jetzt zwei Schläuche dabei. Genau, und genug Zeit, die noch zu wechseln. Hast du gerade geschielt? Mhm. Ja, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Auf dem Siedepunkt. Ach, wie geil. Äh.